Stadtradio Göttingen auf 107,1 und natürlich auch im Kabelnetz auf 95,35. Schönen guten Abend, es ist 20 Uhr und ihr hört gehört das Campusradio live im Stadtradio Göttingen 107,1. Ja, neben mir sitzt Katha. Hallo Katha. Hallo Thomas. Und sendeverantwortlich ist sie auch. Legen wir jetzt mal kurz so fest. Und Katha sagt euch jetzt kurz, was euch heute in den kommenden 2 Stunden erwartet. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes für euch, nämlich unser Uniwahl-Spezial. Ja, wir haben heute hier die von den Hochschulgruppen der GHG, also der Grünen Hochschulgruppe und der ADF, dem Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder. Ganz genau. Ja, und die werden nachher ein paar Fragen, die wir vorbereitet haben, beantworten und darüber hoffentlich diskutieren. Ganz genau. Und ich denke, wir starten mal diese hübsche Sendung mit ein bisschen Musik. Ich habe da ein bisschen österreichischen Pop mitgebracht. Hier sind Bilderbuch mit Maschinen. Da sind wir wieder zurück hier im Campusradio. Und wie Katha gerade schon angekündigt hat, haben wir heute 2 Studiogäste. Ich begrüße ganz herzlich Vivian und Kai, die sich jetzt auch erstmal selber vorstellen wollen. Hallo Vivian. Hallo. So, du studierst was? Ich studiere Politikwissenschaft im 5. Fachsemester. Okay, und Hochschulpolitik ist bei dir die Grüne Hochschulgruppe? Genau, abgekürzt als GHG. Genau, und wie lange machst du das schon? In der GHG bin ich jetzt seit 2013. Okay, und welche Ämter nimmst du so in der Hochschulpolitik wahr? Ich sitze im Studierendenparlament, im Stupa, bin da auch stellvertretende Präsidentin. Außerdem bin ich noch im Fachschaftsparlament der Sozialwissenschaftlichen Fakultät aktiv und noch in diversen Gremien der studentischen und auch der akademischen Selbstverwaltung. Was machst du in der akademischen Selbstverwaltung? Ich bin zum Beispiel in der Senatskommission für Entwicklung und Finanzplanung. Okay. Tätig, kurz KEF, und bin zum Beispiel auch stellvertretende Senatorin. Alles klar. Ja, vielen Dank, Vivian. Dann haben wir Kai dort sitzen. Kai ist in der ADF. Genau. Weil es eine Arbeitsgemeinschaft ist. Genau. Es ist der Aster und die ADF. Das wird gerne vertauscht. Und Kai, kannst jetzt auch mal kurz was zu dir sagen? Ja, ich studiere seit dem Wintersemester 2012, also jetzt im 7. Fachsemester Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Und bin seit meinem ersten Semester in der Hochschulpolitik aktiv. Okay. Und hast du auch Ämter, die du erfüllst oder erfüllt hast? Ja, ich bin derzeit ADF-Vorsitzender und bin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Mitglied des Fakultätsrats und sitze da in dieser Fakultät auch in diversen akademischen Kommissionen und war in der Vergangenheit Mitglied im Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften und habe auch da andere Ämter bekleidet noch. Ja, vielen Dank. Jetzt wollen wir mal ins Eingemachte gehen so ein bisschen. Wir haben das hier gerade schon im Vorfeld festgestellt. Wir haben natürlich jetzt nur 2 Vertreter von einer größeren Anzahl an hochschulpolitischen Gruppen hier. Wir haben die weiteren, falls ihr, liebe Zuhörer, euren Favoriten hier gerade vermisst oder noch nicht wisst, dass es euer Favorit ist. Die anderen haben wir natürlich auch eingeladen. Heute haben wir aber die Grüne Hochschulgruppe und die ADF dort. Und die ADF stellt zurzeit den ASTA zum Teil zusammen mit dem RCDS und die Grüne Hochschulgruppe ist im Studierendenparlament entsprechend die Opposition. Das heißt, die erste Frage hat Katha erstmal Richtung ASTA/ADF. Genau, nämlich, warum ist der ASTA aus dem freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften, also kurz dem FSZ, ausgetreten? Wir haben uns für den FZS-Austritt entschieden, weil wir die Arbeit des FZS seit einigen Jahren beobachten und festgestellt haben, dass sich da viel in Verstrickungen verloren wird innerhalb von Diskussionen auf Mitgliederversammlungen, die wenig zielführend sind. Wie zum Beispiel sich auf einer der letzten Mitgliederversammlungen die Weltrevolution ins Programm geschrieben wurde. Und wir haben gesehen, dass man auch als Fördermitglied Vorteile aus dem FZS nutzen kann, was Fortbildungen angeht, Richtung BAföG, also alles, was den sozialen Bereich abdeckt. Und
wir haben es nicht mehr für nötig erachtet, dass die Gelder der Studierenden für einen solchen Verband ausgegeben werden. Ja, und du sagtest gerade, der FZS hat selbst als Fördermitglied, also das heißt, ihr seid nicht mehr Vollmitglied, sondern jetzt Fördermitglied? Oder genau. Wie habe ich das verstanden? Okay, also ihr habt im Prinzip, oder wir als Studierendenschaft haben nach wie vor Anspruch als Fördermitglied auf entsprechende Schulungen, die du gerade angesprochen hast, sind aber als Vollmitglied, wo ist dann der Unterschied, abgesehen vom geringeren Beitrag vielleicht? Der Unterschied liegt beim Stimmrecht auf den Mitgliederversammlungen, also Mitglieder des Göttinger Aster werden auf Mitgliederversammlungen des FZS nicht mehr stimmberechtigt. Alles klar, okay. Ja, ich denke, da gab es eine hitzige Diskussion darüber, auch im Studierendenparlament. Ich kann mich daran erinnern, dass der FZS-Austritt keine Spontanidee ist, sondern etwas, was schon seit sehr vielen Jahren, übrigens nicht nur in der Studierendenschaft der Uni Göttingen, diskutiert wird. Wie sieht das denn bei euch aus? Wir finden das sehr schade, dass der Aster aus dem FZS ausgetreten ist, weil es somit gar keine Vertretung der Göttinger Studierendenschaft mehr gibt auf Bundesebene. Und das, ja, sehen wir einfach als großen Nachteil, weil die Uni Göttingen ist ja nun nicht gerade klein, auch im Land Niedersachsen nicht gerade klein. Und da gar keine Vertretung auf Landes- und Bundesebene mehr zu haben, halten wir weder für klug noch für sinnvoll. Okay, das klingt ja erstmal schlüssig. Jetzt natürlich die Frage, vielleicht könnt ihr das beantworten. Ich meine, um was für Beitragssummen geht es? Jetzt gar nicht mal in absoluten Euro, vielleicht in Prozent des studentischen Haushalts, so größenordnungsmäßig. Reden wir von 1%, reden wir von 10%? Das sind 80 Cent pro Studi. Okay, von einem, und was haben wir an Gesamtbeiträgen, die in den studentischen Haushalt fliegen, dann können wir es vielleicht auf der kleinen Ebene rechnen? Das lässt sich ein bisschen schwer rechnen, weil da auch die Semestertickets mit reinfließen, die natürlich eine erhebliche Summe ausmachen. Mhm. Insgesamt sind das mehrere Millionen Euro, die wir da als Aster verwalten. Einen genauen Prozentsatz kann ich gerade nicht sagen. Okay, und dann, wenn ich 80 Cent pro Studie ausgehe und ich gehe dann mal grob von wie vielen Studis aus? Zurzeit sind wir 30.000. Mhm. Ja, dann sind wir irgendwo im 20.000er Euro-Bereich. Nur so, damit wir mal eine Hausnummer haben, um was es hier geht. Dann hat Katha da noch einen weiteren Punkt, denn ihr seid ja nicht grundsätzlich gegen einen Zusammenschluss von verschiedenen Asten in Deutschland. Und da hast du noch eine weitere Frage vorbereitet. Ja, nämlich... Es wurde ja gesagt, dass nach dem Austritt aus dem Zusammenschluss von Studentinnenschaften, dass ein neuer Dachverband gegründet werden soll. Also die Frage, wie läuft die vom Aster geplante Neugründung oder Gründung eines neuen Dachverbandes? Ja, also da muss man vielleicht zuerst sagen, dass aus dem FZS in den vergangenen Monaten und Jahren sehr, sehr viele Vertretungen ausgetreten sind deutschlandweit. Also die Mitgliedszahlen des FZS sind stark geschrumpft. Und während der Koalitionsverhandlungen mit dem RZS haben wir es, sag ich mal, als fruchtbaren Boden angesehen, den man beackern könnte, um einen neuen studentischen Dachverband aufzubauen. Diese Aufgabe wollte sich der RZS auch widmen. Allerdings hat sich dann auch im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das so eine Aufgabe natürlich extrem viel Kapazität, extrem viel Geld verschlingen würde und dass das einfach auch mehr Zeit beanspruchen würde als ein Semester oder eine Legislatur. Das bedeutet, ihr habt das Projekt jetzt auf Eis gelegt oder vertagt oder ist man da aktiv dran am Arbeiten? An dem Projekt wird weitergearbeitet. Okay. Was hast du dazu? Du grinst, Vivian. Ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht von der Aussage, weil vor kurzem hieß es noch, das Projekt liege jetzt auf Eis, weil man doch selber gemerkt hätte, dass das gescheitert ist. Und wenn ich mir angucke, wie der RCDS oder die Aster-Koalition versucht hat, diesen neuen Dachverband zu gründen, dann wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht, dass das gescheitert ist, weil da so Mails rumgingen wie, also so sinngemäß, naja, und dem linken Pack müssten wir es mal zeigen und das kann ja nicht sein. Und dass sich da dann andere Studierendenschaften nicht mit dran beteiligen möchten, kann ich doch auch nachvollziehen. Klingt zumindest plausibel, ja. Und was sagst du zu dem Vorwurf? Vielleicht, das ist ja jetzt schon ein direkter Gegenpunkt. Ja, also ich weiß, dass es diese Mails gegeben hat. Allerdings ist das ja auch ein Aufgabenbereich, der bei einem Referenten vom RCDS gelegen hat und auch bei Sachbearbeitung des RCDS.
ich weiß gar nicht, wann sind die denn dran? Die sind genau in 2 Wochen dran, tatsächlich. Das ist natürlich gut zu wissen, da kann man direkt anknüpfen. Was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist Koalition hin oder her. Es gibt also schon deutliche Differenzen zwischen der ADF und dem RCDS. Ja, also das ist so eine Koalition, ist ja keine Beitrittserklärung zur anderen Hochschulgruppe. Also natürlich sind wir 2 verschiedene Hochschulgruppen, in denen es auch 2 verschiedene Meinungen gibt. Wir sind 2 sehr große Hochschulgruppen und da ist es natürlich klar, dass es da zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Das ist auch klar, dass die nicht immer ganz intern bleiben. Insgesamt sind wir aber, glaube ich, wieder auf Kurs und Wieder auf Kurs klingt nach Ehekrise und anschließender Paartherapie. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle können wir ein bisschen mit Musik weitermachen. Ich habe hier etwas, ich finde, thematisch ganz passendes, ein Lied von Fehlfarben. Es geht voran. Ja, es geht voran. Auch hier in der Diskussion bei euch im Campusradio gehört. Und zwar haben wir hier Vivian von der Grünen Hochschulgruppe und Kai von der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder. Jetzt habe ich es richtig gemacht, ne? Absolut. Hervorragend. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es aussieht mit dem FZS, dem Dachverband der Studierendenschaften, dem aktuellen Dachverband der Studierendenschaften in Deutschland. Großes ist geplant und Großes liegt auf Eis. So ist, glaube ich, das Fazit von dem, was wir gerade gehört haben. Ja, jetzt geht es weiter. Und zwar haben wir auch auf dem Campus ein bisschen rumgefragt, was denn so Themen sind, die euch vielleicht auf den Nägeln brennen. Da haben wir hier 2 eingefangen. Das erste könnt ihr euch am besten erstmal selber anhören. Es ist gar nicht so lang. Ich denke, da ist alles zugesagt, wenn dieser Beinspieler kommt. Ich studiere an der Philosophischen Fakultät und uns fällt an unseren Mitstudierenden aus anderen Fakultäten auf, dass sie alle Kopiergeld bekommen und wir eben nicht. Und es stört uns ein bisschen. Könnte man da vielleicht noch was machen? Okay, es geht um Kopiergeld in der Philosophischen Fakultät. Da fühlt sich jemand ein bisschen auf den Schlips getreten. Die wollen gerne kopieren, die können nicht, also nicht für umsonst. Andere können das. Habt ihr da irgendwelche Informationen zu? Wie sieht das aus, uniweit, Kopiergeld? Ich würde sagen, Druckguthaben zählt da genauso mit rein. Wie sieht es bei euch aus in Wirtschaftswissenschaften, in Politikwissenschaften? Ja, also die Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bekommen pro Semester 25 Euro Freidruckguthaben aus Studienqualitätsmitteln. Das entscheiden immer die Studienkommissionen der jeweiligen Fakultäten. Da sitzen die Studis in der Mehrzahl drin, weil das ja die studentischen Gelder sind, die da vergeben werden. Und ich weiß gar nicht, wer an der Philosophischen Fakultät so im Fakultätsrat sitzt. Ich guck mal zu meiner Rechten. Ja, Rot-Grün sitzt im Fakultätsrat und in der Studienkommission der Philosophischen Fakultät. Aber genau, also prinzipiell ist es so, dass Druckguthaben, also Geld, was auf das studentische Konto sozusagen gebucht wird, mit dem man dann drucken kann, das wird genau innerhalb der Fakultäten entschieden, also ist keine zentrale Maßnahme und genau ist deswegen auch unterschiedlich an den Fakultäten, also unterschiedlich hoch. Okay, und jetzt konkret zu der Frage der deiner netten Kommilitonin bei unserem Mikrofon. Was müsste passieren, damit es das auch in der Philosophischen Fakultät gibt? Also was gäbe es für Wege, für Möglichkeiten? Die studentischen Vertreter an der Philosophischen Fakultät, also es gibt ja pro Fakultät eine studentische Vertretung. Die Studienkommission hatte Kai ja gerade schon angesprochen. Da müssten wir das dann mal auf die Tagesordnung setzen. Okay, aber es gäbe grundsätzlich diesen Topf dieser Studienqualitätsmittel, aus denen es zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften auch schon finanziert wird. Genau, da kann man einen Antrag stellen und dann wird das zu Semesterbeginn aufgebucht, wenn die Studienkommission das bewilligt. Okay, und antragsberechtigt sind die Fachschaften oder die Mitglieder der Studienkommission oder wer ist antragsberechtigt? Ist jeder Studi antragsberechtigt? Ja. Also es kann tatsächlich jeder hingehen und einen Antrag ausfüllen. Ja, dann ist natürlich der Auftrag, geh hin, füll einen Antrag aus. Und Vivian sagt dir, wo man da hingehen muss. Ich würde mich erstmal an den Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät wenden. Die sind immer offen. Das klingt doch mal nach einer echten Antwort für ein echtes Problem, was so gelöst werden kann. Das wäre eine direkte
Antworten auf direkte Probleme hier im Campusradio gehört. Wir haben live zu Gast studentische Vertreter von der GHG und von der ADF. Und Kada hat die nächste Frage. Genau. Ja, nämlich, warum wurden nur die fünf Pflichtreferate des AStA besetzt? Ja, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass die Frage kommt, weil uns das ja auch während der ganzen Legislatur vorgeworfen wurde. Der Weg zu der Entscheidung ist eigentlich relativ einfach. Wir wollten einen AStA aufstellen, der relativ schlank strukturiert ist. Wir haben zum Beispiel das Referat für Transparenz und Öffentlichkeit, was immer wieder gefordert wird, in das Vorsitzreferat eingegliedert. Da waren zwischenzeitlich 3 bis 4 Sachbearbeiter beschäftigt, die diese Aufgaben mit übernommen haben. Damit waren diese Aufgaben auch soweit abgedeckt und erfüllt. Und es wurde sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Auch der Bereich Kultur wurde in das Vorsitzreferat eingegliedert. Kulturveranstaltungen haben wir auch über das Semester organisiert. Und damit wollten wir einfach Strukturen in einem Master schaffen, die schlank sind und über die es möglich ist, auch Geld, studentische Gelder vor allem zu sparen. Denn wir sind uns einer ordentlichen Haushaltsführung verpflichtet, weil es halt die studentischen Gelder sind, die sie zahlen. Aber wenn es satzungsmäßig Pflicht oder wenn es satzungsmäßig Referate vorgesehen sind, die auch im Vorfeld da sind, dann gibt es ja auch Positionen im studentischen Haushalt. Das heißt, man kann doch auch einen Haushalt, sage ich mal, ordentlich führen, wie du es gesagt hast, wenn man diese Referate besetzt. Da sehe ich den Widerspruch nicht. Also die Pflichtreferate sind ja besetzt. Nee, ich meine, aber die anderen Referate sind doch auch im Haushalt, da gibt es doch Posten für. Das heißt, man kann doch auch mit einer ordentlichen Haushaltsführung mehr als Pflichtreferate besetzen, oder ist da ein Widerspruch? Den Widerspruch sehe ich so nicht. Wenn man sich unseren Haushalt so anguckt, ist das ein relativ komplexes Gebilde. Und wir hatten in diesem Jahr vor allem eine sehr große Einzelzahlung aufgrund Versäumnisse vergangener Asten aus den letzten mehreren Jahren. Die Geschichte, die auch durch die Presse ging. Das ging an die deutsche Rentenversicherung. Ihr sorgt vor, das ist doch nicht schlecht. So sieht es nämlich aus. Asten in der Vergangenheit versäumt haben, für die Gehälter an die Referenten Rentenversicherungsbeiträge abzuführen. Okay. Aus allen möglichen Koalitionszusammenstellungen. Und das musste nachgezahlt werden. Mhm. Und das hat natürlich ein großes Loch in den Haushalt gerissen. Und da haben wir unter anderem eine Möglichkeit daran gesehen, das auszugleichen. Okay, Vivian? Du kratzt schon, ja. Du willst was zu sagen. Los geht's. Ja, also die Argumentation eines schlanken AStA ist ja schön und gut. Halte ich für ein vorgeschobenes Argument, einfach sich zu rechtfertigen, nicht so viel arbeiten zu müssen. Und was das Haushaltsloch oder so angeht, das möglicherweise durch diese Rückzahlung an die deutsche Rentenversicherung entstanden wäre, stimmt ja so auch nur halb, weil zu Beginn der Legislatur noch gar nicht zu 100% klar war, dass diese Summe zurückgezahlt werden muss. Und schon bei der konstituierenden Sitzung wurden ja nur die Pflichtreferate eingerichtet. Von daher sehe ich dieses Argument eher als entkräftet an. Das war zu erwarten mit der deutschen Rentenversicherung, also es war durchaus absehbar. Okay, ja, das klingt ja jetzt widersprüchlich. Das war so absehbar, sagt der amtierende AStA. Die Stupa-Opposition sagt, das kam später. Haben da Informationen gefehlt? Also es klingt so, als hätte einer von euch davon eher erfahren als der andere. Naja, es war so ein etwas langwieriger Prozess, bei dem es immer hieß, naja, und wir sitzen jetzt mit dem zusammen und wir sitzen jetzt mit dem zusammen und dann müssen wir uns nochmal mit dem treffen, um das zu fragen. Also es hat sich schon ein bisschen hingezogen, bis klar war, ja, es muss zurückgezahlt werden. Okay. Was ich mich jetzt natürlich frage, irgendwie kann ich dann zumindest im Nachhinein ist das natürlich, sage ich dann mal, vielleicht ein guter eine passende Kombination. Oh, wir müssen was zurückzahlen und oh, wir haben nicht so viel besetzt. Also es hat sich ja so ein bisschen, es hat sich gut ergeben letztendlich dann. Wie gesagt, also wir haben die angeblich fehlenden Referate ja auch durch mehrere Sachbearbeiter ausgeglichen, die, glaube ich, auch ganz gute Arbeit geleistet haben in der laufenden Legislatur, also gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, eine komplett neue Publikation aufgesetzt. Das Facebook-Profil ist super aktiv. Und da läuft echt viel gute Arbeit, auch was so Bewerbungen von verschiedenen Veranstaltungen angeht.
dass die eine oder andere Kulturveranstaltung mehr oder weniger gut besucht ist, darf, glaube ich, in den Hintergrund treten, wenn man sieht, dass wir auch sehr gut laufende Kulturveranstaltungen haben, die bei den Studis auch bekannt sind und auch nachgefragt werden. Okay. Was ich jetzt an der Stelle, nee, Vivian, du willst ja direkt was zu sagen, bitte sehr. Ja, also Transparenz und Öffentlichkeit schließt für mich eigentlich, oder Transparenz zu schaffen, schließt für mich eigentlich ein, dass man zum Beispiel mal den Koalitionsvertrag öffentlich macht und zum Beispiel auch öffentlich macht, dass der Koalitionsvertrag zwischendurch neu verhandelt wurde, was nicht geschehen ist. Von daher möchte ich die Öffentlichkeitsarbeit des AStA nicht so sehr loben, wie Kai das gerade getan hat. Haben das die linken Asten auch gemacht, ihre Koalitionsverträge veröffentlicht? Wie viel, weißt du das? Kannst du dich daran erinnern? Ich jetzt nicht so direkt. Soll ich dazu was sagen? Ja, klar. Das ist, ich will eure Diskussion sehen. Ihr habt euch hier schon viel zu gut verstanden. Ja, das stimmt in der Tat. Soweit ich weiß, wurde bisher auch noch kein Koalitionsvertrag veröffentlicht. Oh. Das wäre aber ja mal ganz schön, das zu ändern und das jetzt einzuführen. Und also den Koalitionsvertrag einmal zu veröffentlichen und vor allem auch es öffentlich zu machen, wenn der neu verhandelt wurde. Okay. Würdest du das auch so sehen? Würdest du sagen, dass, okay, wir lassen die Vergangenheit mal weg. Es gab, bisher gab es im Zuge einer Transparenz und Öffentlichkeit nicht den Zug, dass man den Koalitionsvertrag geöffnet hat. Wäre das vielleicht auch mal ein Zeichen für Transparenz und Öffentlichkeit, wenn man damit anfängt und dann im Prinzip ja auch damit in zukünftige Asten unter Druck setzen kann und sagen können, hey, wir haben das damals gemacht, das ist gefälligst auch eure Aufgabe, also da mal mit gutem Beispiel voranzugehen, oder würdest du sagen, es hat sachlich auch wenig Sinn, das zu tun? Also ja, also stimme ich dir zu, sachlich hat das nicht so viel Sinn, sowas zu veröffentlichen, weil das nun mal eine Übereinkunft zwischen zwei hochschulpolitischen Gruppen ist. Ja, und ja am Anfang des Jahres, wenn man die Koalition schließt, Dinge zu veröffentlichen, die man über das Jahr erreichen möchte, führt, glaube ich, nicht zu einer guten Atmosphäre. Also, weil man dann halt super schnell unter Druck gesetzt werden kann, wenn Dinge einfach mal nicht so gut funktionieren, wie man sie geplant hat. Das braucht manchmal mehr Zeit, als man denkt. Deswegen halte ich das für nicht sonderlich gut, das zu machen. Und ich glaube, es ist halt auch immer super leicht, als Opposition Dinge zu fordern. Da wäre sie da. Sie dann vielleicht sollten sie in den Genuss kommen, einen AStA stellen zu dürfen, dann auch selber umzusetzen, ist immer sonderlich ziemlich fraglich. Ja, also ich meine, eine solche Form von Doppelmoral ist ja durchaus bekannt, auch nicht nur in der Hochschulpolitik, aber trotzdem sehe ich dein Argument schon, also muss ich jetzt sagen, zu sagen, nur weil ich Angst davor habe, dass es vielleicht einen Druck gibt, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, in einer öffentlichen Position, in einer hochschulöffentlichen Position nicht umsetzt, dass man das deswegen verschweigt, halte ich für sehr, also da sehe ich nicht den Willen zur Transparenz. Das hat mit dem Willen zur Transparenz nicht so viel zu tun. Also Hochschulpolitik ist wahnsinnig schnelllebig und wir sprechen von einem Jahr, auf das so eine Koalition gebildet wird. Und wie wir alle gesehen haben, in einem Jahr kann wahnsinnig viel passieren in der Hochschulpolitik. Da halte ich das einfach nicht für sinnvoll, sowas vorab zu veröffentlichen. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Idee ist. Also ist es nicht in der Bundespolitik üblich? Ja, das ist es. Und ich halte das, also zu sagen, ja, wir sind dann so unter Druck, weil wir möglicherweise das, was wir uns vorgenommen haben, nicht schaffen, finde ich halt auch ein bisschen fraglich, weil... Also ich glaube nicht, dass die Studis von uns erwarten, dass wir hier irgendwie als ausgebildete BerufspolitikerInnen irgendwie die Heiligen vom Dienst wären oder so. Und ich glaube, es ist sehr viel authentischer zu sagen, okay, das und das nehmen wir uns vor und dann zwischendurch auch mal ein Fazit zu ziehen und dann halt auch offen und ehrlich zu sagen, okay, das haben wir halt nicht geschafft. So, ich glaube, dass... Damit bringen wir vor allem auch die Hochschulpolitik den Studis viel, viel näher. Und das ist ja nun mal ein Problem, was uns in der Hochschulpolitik leider alle betrifft, also alle Fraktionen, dass wir die Studis leider nicht so sehr dafür begeistern können. Und in diesem Sinne halte ich es schon für sinnvoll, den Koalitionsvertrag zu veröffentlichen, um die Hochschulpolitik insgesamt den Studis auch ein bisschen näher zu bringen. Da muss ich natürlich dir weniger recht geben, weil ich da auf deiner Seite bin, politisch oder so, sondern als Pressevertreter habe ich natürlich auch ein gesteigertes Interesse an Koalitionsverträgen, das muss ich einfach mal so sagen. Das kann ich verstehen. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Dinge in der Hochschulpolitik, die die Hochschulpolitik für unsere Studis deutlich interessanter macht, als sie es aktuell ist.
als Koalitionsverträge, das ist doch ein recht trockenes Papier. Ich glaube, den allgemeinen Studi, der vielleicht aktuell noch nicht hochschulpolitisch interessiert ist, interessiert das erst recht nicht. Also da gibt es, glaube ich, andere Mittel und Wege, um die Studis zu erreichen. Gute Veranstaltungen, gute Publikationen. Oder mit Waffeln? Oh. Okay, oder kulinarische, der Vorschlag war, sie kulinarisch auf die Seite zu ziehen. Ja, ihr verkauft Waffeln offensichtlich. Nein, das war der Seite. Wir verkaufen keine Waffeln. Verschenkt? Ja. Ah, okay. Ja, dann, wenn das Wählerstimmen zieht, dann brauchen sie natürlich über das Programm keine Gedanken machen. Aber was ich... Sorge, das haben wir auch. Hervorragend. Was ich jetzt vielleicht noch an dieser Stelle, was ich jetzt anbiete, ist ja ein bisschen, dass wir auch mal in die Zukunft gucken. Ne? Also wenn du sagst, oder wenn ihr jetzt sagt, Koalitionsvertrag veröffentlichen, es gibt andere Sachen, andere Publikationsformen ist nicht nötig oder das gehört dringend in die Öffentlichkeit, war die Meinung der Grünen Hochschulgruppe, dann machen wir doch hier einfach mal direkt Zukunft nach dem nächsten Lied. Und zwar geht es nach dem nächsten Song darum, wie denn die Grüne Hochschulgruppe und wie die ADF sich denn die kommende Legislaturperiode vorstellen. Und wir verhandeln den möglichen grünen ADF-Koalitionsvertrag hier live on air beim Campusradio gehört. Wir hören uns gleich wieder. Ganz genau, gehört. Wir sind zurück hier live im Studio des Stadtradios Göttingen. 107,1 ist unsere Frequenz, aber das wisst ihr, sonst würdet ihr uns nicht hören. Und bei uns im Studio sitzt neben mir Katha und Katha erzählt uns jetzt, wer neben ihr sitzt. Ja, neben mir sitzt Kai von der ADF und Vivian von der GHG. Ganz genau. Und ich habe es gerade schon vor diesem Song angedeutet, hier bahnt sich Großes an. Vehementer Protest kam während des Songs. Was? Koalition? GHG und ADF? Niemals. Trotzdem können wir vielleicht ein bisschen darüber reden, was ihr euch für die kommende Legislaturperiode vorgenommen habt. Also was im Prinzip in eurem Programm steht und vielleicht dann ja auch in dem Koalitionsvertrag mit dem dann späteren Bündnispartner, von dem wir dann ja nie was erfahren werden. Es sei denn, die GHG ist drin, weil da haben wir ja gerade vollmundig gehört, auf jeden Fall wird der Koalitionsvertrag veröffentlicht. Bitte sehr. Wer möchte anfangen? Ja, ganz genau. Wir würden auf jeden Fall den Koalitionsvertrag veröffentlichen, wenn die GHG nächstes Jahr im AStA in einer Koalition sitzt. Außerdem würden wir definitiv mehr als nur die Pflichtreferate besetzen und dann auch nicht nur mit Männern, so wie es im Moment der Fall ist. Genau, Kai schmunzelt. Und zusätzlich setzen wir uns natürlich als GHG auch für die Verbesserung der Studienbedingungen ein. Da wird ja jetzt hoffentlich zum Glück die Anwesenheitspflicht abgeschafft. Es gibt aber Bestrebungen an einigen Fakultäten, das doch zu umgehen. Da sind wir strikt dagegen, denn das Studium und die Universität soll Raum sein für freies und kritisches Lernen und Denken. Und das schafft man nicht durch Anwesenheitspflichten. Deswegen setzen wir uns da auf jeden Fall für eine Verbesserung ein. Auch mehr Wahlmöglichkeiten, was die Prüfungsleistungen angeht zum Beispiel. Das ist so ein Aspekt, dem wir uns widmen. Außerdem natürlich das Thema Wohnraum, was ja jetzt auch wieder so ein bisschen aktuell ist durch die Besetzung der OM10, das ehemalige DGB-Haus in der oberen Marschstraße 10, das ist ja gerade besetzt. Da solidarisieren wir uns als GHG mit. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum hier in der Stadt brauchen. Nicht nur für Studis, auch für Refugees zum Beispiel und andere Leute. Und das ist so ein Aspekt, für den wir eintreten. Und ansonsten an der Uni natürlich auch den ökologischen Faktor, also das Grün aus unserem Namen sozusagen. Das ist ja in vielfältigen Weisen vertreten, sei es jetzt das Mensa-Essen, der Strom, wie die Uni ihren Strom bezieht, das Papier auch, Recyclingpapier. Wir haben immer noch Standorte, Druckerstandorte,
ohne Recyclingpapier. Und zum Beispiel, wir hatten ja vorhin schon von Druckguthaben gesprochen, setzen wir uns auch dafür ein, dass die Preise für doppelseitigen Druck gesenkt werden, um ja auch die Studis zu animieren, doppelseitig zu drucken, um dann letzten Endes Papier zu sparen. Okay, das ist aber schon eine ordentliche Liste. Das klingt nach dem, was Kai befürchtet in seinem Koalitionsvertrag. Man nimmt sich viel vor und man schafft nicht so viel. Wie viel davon ist denn jetzt realistisch in einer Legislaturperiode zu schaffen? Also da sind kleinere Vorhaben bei, da sind große Vorhaben dabei. Vielleicht direkt kann Kai was zum ADF-Programm sagen, vielleicht auch in ähnlichen Punkten. Ich denke, ihr werdet euch auch zum Thema Wohnraum positioniert haben. Ihr werdet euch mit Sicherheit zum Thema Studienqualität und Studienverbesserung positioniert haben. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Ja, ich kann vielleicht direkt zum Thema Wohnraum einsteigen. Das ist ein Thema, wo wir auch sehr aktiv sind, allerdings ein bisschen pragmatischer als über Wohnungsbesetzung. Wir haben in der vergangenen Zeit Treffen gehabt mit der Stadt, mit den großen Wohnungsbaugesellschaften, vor allem mit dem Studentenwerk. Das sind nun mal die, die meisten Wohnungen anbieten in Göttingen. Für Studis setzen uns da für bezahlbaren Wohnraum ein. Es wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein neues Wohnheim errichtet mit Wohnungen, die recht teuer sind. Da sind wir auch in Gesprächen mit dem Studentenwerk über die studentischen Vorstandsmitglieder, um zu erreichen, dass, wenn neue Wohnformen geschaffen werden, auch bezahlbarer Wohnraum dabei ist, der sich um 200 Euro bewegt, was schon eine Menge Geld ist. Wenn man bedenkt, dass beim BAföG 150 Euro für Wohnungen veranschlagt werden, das ist nicht sonderlich viel. Dafür kriegt man in Göttingen, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Nicht sonderlich viel ist beschönigt, das ist ja absolut unrealistisch. Das ist absolut viel zu wenig. Auch da muss man ansetzen und da setzen wir uns gerade in Göttingen dafür ein, dass da pragmatische Lösungen gefunden werden. Die Wohnraumproblematik löst man, glaube ich, nicht in einer Legislatur, die löst man auch nicht von heute auf morgen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da muss man wirklich auf lange Frist ansetzen und ganz, ganz viele Gespräche führen und es, glaube ich, auch der Stadt immer wieder bewusst machen, dass wir in Göttingen eine Wohnraumproblematik haben. Das ist, glaube ich, nämlich nicht immer so bekannt. Also da hat es Gespräche gegeben, wo es hieß, was, Wohnraumproblematik, wo denn? Ich meine, wir haben in Göttingen eine der am stärksten wachsenden Universitäten im Land und in Deutschland und da muss einfach ganz viel passieren, damit die Studis bezahlbaren Wohnraum haben. Okay. Auch die Einführung des Bustickets kann man da mit aufhören, denn durch das Busticket sind Wohnräume an der Peripherie der Stadt erreichbarer geworden. So muss nicht jeder Studi aus Krone Süd oder Wende Nord irgendwie mit dem Rad zur Uni pendeln und das geht mit dem Bus schon deutlich besser. Und das Busticket mit, glaube ich, 30 Euro macht da ganz viel Wohnraum erreichbarer. Wobei das Ticket natürlich auch, würde ich mal behaupten, weniger ein Verdienst des AStA ist, sondern mehr ein Wunsch der Studierendenschaft, so wie ich das verfolgt habe, ist das Ticket in den letzten Jahren ja hauptsächlich daran gescheitert, dass es keine Mehrheit dafür gab. Sehe ich das richtig? Genau, also das Bussemesterticket wurde jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal angenommen in der Urabstimmung. Davor die Jahre wurde auch immer urabgestimmt über ein Bussemesterticket, aber das wurde dann immer abgelehnt. Genau, die Semestertickets werden von AStA-Sachbearbeitern ausgehandelt und der Preis wird den Studierenden vorgelegt zur Urabstimmung und muss dann ein gewisses Quorum erreicht werden und es muss natürlich die Hälfte der abgegebenen Stimmen für das Ticket entfallen und das hat ich glaube, 2013 im Frühjahr zum ersten Mal geklappt, sodass zum Wintersemester 2014 dann, genau, das waren die Verhandlungen aus 2013, zum Wintersemester 2014 konnte das Ticket eingeführt werden. Ja, und also so wie ich das ganz subjektiv wahrnehme, wird das unglaublich gut angenommen, ja. Zumindest bei mir oben im Nordcampus. Der Campus Express Bahnhof Fassberg, da braucht man schon im Prinzip Schiebepersonal, um den aufzufüllen zu manchen Zeiten. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Ticket auch Bestand hat. Hat es denn auch, sage ich mal, politisch Bestand oder gibt es da politische Gründe dagegen zu sein? Also jetzt aus GHG-Sicht. Ihr hättet das auch eingeführt, wenn ihr... Was heißt eingeführt? Also erstmal, wir hätten es versucht auszuhandeln, ob es dann eingeführt wird, liegt ja dann in der Hand der Studierenden, die darüber abstimmen. Wir fänden es natürlich schöner, wenn alle mit dem Fahrrad fahren würden, aber öffentlicher Personennahverkehr ist uns immer noch tausendmal lieber, als wenn alle einzeln in einem Auto sitzen und mit dem zur Uni fahren.
Ja, das entspricht zumindest der grünen Fahne, die ihr ja nicht nur namentlich vor euch hertragt, wie du gerade schon in deinem Programm angekündigt hast. Kai, vielleicht noch zu dem anderen Thema. Wohnraum hast du schon gesagt. Dann ging es hier ganz konkret um die Abschaffung der Anwesenheitspflicht. Habt ihr euch dazu auch positioniert oder grundsätzlich zu studentischen Themen? Ja, auf jeden Fall. Also die Abschaffung der Anwesenheitspflicht ist ja ein Thema, was jetzt irgendwie so kursiert. Also ich habe Posts von verschiedenen Gruppen im Internet gesehen, aber noch keine offizielle Erklärung der Landesregierung dazu gesehen. Das wird sich jetzt zeigen, wie sich das entwickelt. Das Niedersächsische Hochschulgesetz NHG wird ja zurzeit überarbeitet und wenn das Teil des Ganzen ist, sind wir natürlich sehr froh. Wir begleiten die Novelle des Niedersächsischen Hochschulgesetzes auch aus der Perspektive und versuchen uns da zu beteiligen. Insgesamt versuchen wir, Studienqualität zu verbessern, indem wir studentische Gelder für die Lehre, für die Verbesserung der Lehre einsetzen, also aus Studienqualitätsmitteln zusätzliche Tutorien finanzieren lassen. Wir haben uns an der Erstellung des Lernenden Studiengebäudes beteiligt und setzen auch uns auch da dafür ein, dass dieses Gebäude immer weiter verbessert wird. Es gab ja Probleme mit den Temperaturen im Sommer, da versuchen wir jetzt, dass eine Klimaanlage nachgerüstet wird. Wir versuchen ganz konkret den Bereich E-Learning zu verbessern. Das ist ein Bereich, wo es an der Uni Göttingen zwar Pläne gibt, aber es an der Umsetzung noch relativ fehlt. Da muss nochmal geschaut werden, dass wir Importmodule von anderen Universitäten im E-Learning-Bereich bekommen, vielleicht auch noch eine bessere E-Learning-Plattform, okay, sodass die Studis sich noch besser im Internet auch mit Lernmaterialien versorgen können. Also das spielt ja auch mit der Anwesenheitspflicht ein Stück zusammen. Also es klingt natürlich alles unglaublich gut und vor allen Dingen, was man ja sagen muss, es klingt auch vor allen Dingen so, als würden wir in dem Punkt schon die GHG-ADF-Koalition fast in trockenen Tüchern haben. Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, wo sind denn eure Differenzen? Oder an welcher Stelle schneidet das? Warum habt ihr gerade gegen meinen Koalitionsvorschlag doch sehr vehement protestiert? Da müssen ja irgendwo Punkte geben, wo es doch ganz deutliche Differenzen gibt zwischen der ADF, hier vertreten von Kai, und der GHG, hier vertreten von Vivian. Ja, der Kasus Knaxus ist das allgemeinpolitische Mandat. Die GHG ist der Meinung, dass ein Aster ein allgemeinpolitisches Mandat haben sollte oder hat. Das heißt, dass sich der Aster zu allgemeinpolitischen Themen positionieren kann und soll. Und da liegen wir im Vergleich zur ADF doch ziemlich weit auseinander, was auch ein Grund ist, warum Koalitionsverhandlungen in diesem Jahr zum Beispiel gar nicht erst aufgenommen wurden. Ja, also würdest du auch sagen, das ist der Kernpunkt oder hast du noch einen anderen? Ja, das ist auf jeden Fall einer der Kernpunkte. Also die Koalitionsverhandlungen wurden von der Grünen Hochschulgruppe abgelehnt, weil sie halt dieses allgemeinpolitische Mandat ablehnen. Wir als ADF verstehen uns als eine Gruppe, die... Nee. Achso, wir lehnen das ab, natürlich, Entschuldigung. Wir verstehen uns als ADF als eine Gruppe, die parteipolitisch unabhängig ist. Das heißt, wir gehören zu keiner politischen Strömung, zu keiner politischen Partei in Deutschland, in Göttingen. Und versuchen diese Unabhängigkeit auch in unserer Politik zu zeigen. Und zwar darin, dass wir Politik im Sinne der Studierenden betreiben, die serviceorientierte, sachorientierte Hochschulpolitik brauchen. Ich denke, das ist relativ nah an den Bedürfnissen der Studierenden. Das schließt natürlich nicht aus, dass sich die Studis oder auch wir selbst uns politisch engagieren. Wir haben viele Leute dabei, die in den verschiedensten Parteien untergebracht sind, da auch sehr aktiv sind. Aber was wir halt sagen ist, dass diese Parteipolitik an der Uni Göttingen in der Hochschulpolitik nicht so notwendig ist und dass wir uns als Studis erstmal darauf fokussieren, serviceorientierte Hochschulpolitik zu machen. Das heißt, gut verhandelte Tickets, eine gute erste Betreuung und da die Studierenden zu begleiten. Aber ist denn für ein allgemeinpolitisches Mandat eine parteipolitische Gruppierung überhaupt notwendig? Weil, also ich meine, ich positioniere mich persönlich ja auch allgemeinpolitisch und bin kein Parteimitglied und habe auch keine Tendenz, eins zu werden. Wir haben natürlich auch ganz viele Leute dabei, die keine Parteimitgliedschaft haben und trotzdem allgemeinpolitisch interessiert und gebildet und engagiert sind. Und warum dann nicht das Mandat? Warum, wenn das, es ist ein politisches Interesse da, es ist politische Arbeit da, offensichtlich, aber es ist ein vehementes Ablehnen des allgemeinpolitischen Mandats. Das erschließt sich mir jetzt nicht. Also die Kapazitäten in der Hochschulpolitik sind natürlich nicht unerschöpflich und wir versuchen uns erstmal darauf zu beschränken,
gute Hochschulpolitik im Sinne der Studierenden zu machen und da gute Services zu organisieren. Das ist ganz viel Beratung, auch im Bereich BAföG. Und das ist unser primäres Ziel und das wollen wir erstmal erreichen. Wir versuchen natürlich auch im Bereich Allgemeinpolitik zu informieren, Diskussionsveranstaltungen zu organisieren. Also mir ist da die Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Göttingen in Erinnerung geblieben, die wir organisiert haben. Also sehr allgemeinpolitisch plötzlich. Also die Politik in Göttingen betrifft natürlich die Studis und da setzen wir uns auch dafür ein, dass die Studis gut informiert sind. Genauso wie, also Vivian nennt in ihrem Video, das ihr veröffentlicht habt, dass die Wohnraumproblematik als Allgemeinpolitik, das ist natürlich was den Studi betrifft. Und alle politischen und allgemeinpolitischen Bereiche, die den Studi in seinem Leben betreffen und vor allem in seinem Leben an der Uni Göttingen betreffen, da setzen wir uns dafür ein, dass die Bedingungen für die Studis verbessert werden oder dafür, dass die Studis gut informiert werden, um Entscheidungen zu treffen. Ja, also das ist ja schön und gut, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, dass man gute Servicearbeit leistet im AStA, halten wir für selbstverständlich. Natürlich müssen wir da Beratungen schaffen für die Studis und die Semestertickets gut aushandeln. Das ist ja keine Frage, aber die Hochschulpolitik sollte auch darüber hinausgehen. Und wenn es darum geht, dass Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden, dann hat man sich da als AStA ganz klar zu positionieren und das nicht abzutun als, das ist uns jetzt aber zu allgemeinpolitisch und deswegen fassen wir dieses heiße Eisen mal nicht an. Also wir haben uns zum Beispiel auch im Bereich Flüchtlingsproblematik engagiert. Also wir haben da die studentischen Initiativen Refugee Law Clinic, Connection und Conquer Babel unterstützt. Wir haben den Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wir haben den Gelder bereitgestellt, wir haben uns beim Gebäudemanagement dafür eingesetzt, dass diese Initiativen Räumlichkeiten bekommen, auch außerhalb des AStA. Wir setzen uns zurzeit dafür ein, dass die Hochschulgruppen Räumlichkeiten im LSG buchen können. Also wir unterstützen natürlich studentische Initiativen, die es gibt, in allen Bereichen, auch in der auch darin, ihre Arbeit durchzuführen. Also das ist uns auch ganz wichtig. Also wir hindern ja keinen daran, sein allgemeinpolitisches Mandat wahrzunehmen und schaffen auch Strukturen dafür, dass das geschehen kann. Also es klingt für mich tatsächlich so, dass ihr im Prinzip allgemeinpolitisch arbeitet, es nur nicht so nennen mögt. Das sehe ich nicht so, denn wir als AStA sehen uns nicht dazu in der Pflicht, uns zu verschiedenen Dingen in der Allgemeinpolitik zu positionieren. Also da gibt es Anwürfe, sich zum, was weiß ich, Afghanistan-Krieg oder zu jetzt vielleicht dem Bundeswehreinsatz in Syrien zu positionieren. Da sehen wir uns als studentische Vertretung nicht in der Pflicht, uns dazu zwingend zu positionieren, denn wir sehen da jeden Studi in seiner freien Meinungsbildung. Und wir machen Hochschulpolitik dafür, damit dass die Studis sich eine freie Meinung bilden können. Okay, ich würde sagen, Vivian, du hast jetzt darfst noch gerne was dazu ergänzen, wenn du möchtest. Sonst würde ich sagen, schieben wir noch einen kleinen Song ein. dazu sage ich gerne nochmal. Also das ist, also ich bin auch gerade ein bisschen verwundert von der Argumentation von Kai, weil doch die ADF ja immer wieder sehr gerne betont, dass sie kein allgemein politisches Mandat haben und das jetzt so ein bisschen so aussehen lassen wollen, als hätten sie das irgendwie doch oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, ja, also ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Studis sind genauso Teil dieser Gesellschaft wie alle anderen auch, sind damit genauso Teil auch von der Bundespolitik und von der Landespolitik. Und deswegen hört einfach Politik bei uns nicht, also Hochschulpolitik hört für uns einfach nicht an der Tür der Uni auf. So, weil wir sind alle in einer gesellschaftlichen Struktur drin und da irgendwie die Augen zu verschließen und zu sagen, nee, wir äußern uns jetzt nicht zu den und den Entwicklungen, das halte ich einfach für falsch. Okay, ich würde sagen, wenn wir das so stehen lassen können, ihr habt gleich nochmal jeder die Chance, was zu sagen, würde ich kurz einen Song einschieben und dann machen wir hier weiter im Campusradio gehört. Wir haben hier die Grüne Hochschulgruppe zu Gast und die ADF. Und ja, wir sind gerade in der Allgemeinpolitik gelandet und jetzt landen wir bei den Sternen und wir fragen uns, was hat dich bloß so ruiniert? Wir sind zurück
hier in unserer Diskussionsrunde und die nähert sich ganz klar dem Ende. Deswegen würde ich unsere beiden Gäste, Vivian von der GHG und Kai von der ADF, nochmal kurz, ja, ein kleines Abschlussplädoyer, haltet euch kurz und knapp, sagt vielleicht nochmal was, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr noch loswerden wollt und dann gehen wir über zu den studentischen Nachrichten. Ja, wir von der ADF wünschen uns, dass möglichst viele Studis wählen gehen im Januar. Wir freuen uns, euch an unserem Wahlstand begrüßen zu dürfen. Wir diskutieren gerne mit euch über serviceorientierte Hochschulpolitik. Wir wünschen uns, dass gerade an den Nordfakultäten, wo die Wahlbeteiligung noch nicht so hoch ist, die Studis interessiert sind und ihrer Stimme ein Gewicht geben für eine der Hochschulgruppen. Und ich freue mich, euch am Wahlstand begrüßen zu dürfen und auf angeregte Diskussionen mit euch. Genau, und stellt Fragen und nimmt nicht nur einfach eine Waffel mit. So sieht's aus. Ja, Vivian. Ja, also auch die Grüne Hochschulgruppe appelliert natürlich an alle, wählen zu gehen. Vor allem als Grüne Hochschulgruppe setzen wir uns für basisdemokratische und emanzipatorische Arbeit an der Uni ein und appellieren, wie gesagt, an alle, wählen zu gehen, das Wahlrecht vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, auch um rechtsextreme oder rechtspopulistische Hochschulgruppen zu verhindern an der Uni. Von daher kommt im Wahlkampf, informiert euch und dann geht wählen. Das verstehe ich als Aufruf, dem ich mich auch nur anschließen kann. Man kann sich auch nur beschweren über das, was passiert ist, wenn man sich daran beteiligt hat, etwas zu ändern. Und das kann schon mit einer Stimmabgabe erfolgen. Also, ich danke ganz herzlich oder wir danken ganz herzlich Vivian und Kai, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier eine Stunde uns Rede und Antwort zu stellen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg und lasst euch nicht kleinkriegen, sondern werdet groß an den Konflikten, die ihr politisch austragt. Ich freue mich jetzt auf das weitere Programm hier im Campusradio. Katha, was haben wir denn jetzt noch?